Willkommen zu... Nein, nicht zu den neuen Spielen, sondern nochmal zu Kingdom Classic. Ich kann es mir nicht verkneifen. Ich wollte schon den ganzen Tag zocken. Ich habe ja gestern nochmal gut 2 Stunden gezockt. Und ihr seht, also erstmal, wie gesagt, ich hab schon zu viel Gold. Ich habe 2 Stunden gezockt gestern, locker. Und da bin ich jetzt mittlerweile schon Tag 32. Ah, und hier kommen wir auch gerade gegen Viecher. Wir sehen hier jetzt über den komischen dicken Wall hinaus. Über den dicken Wall hinaus, den wir hatten aus Holz, kam dann eine kleinere Mauer. Und jetzt diese dicke Mauer da hinten. Außerdem konnte ich dieses große Haus, was man so hatte, zu einer Burg weiterentwickeln. Und diese Burg, die darf Ritter haben. 4 Stück. 2 auf jeder Seite, die man ausbilden kann. Und dann sind hier, wie wir hier sehen, Ritter. Ich brauche. Und diese Ritter haben noch als gute Angewohnheit, dass man die mit 4 Münzen, kann man diese 4 Ritter, oder beziehungsweise auf der Seite die 2 vorausschicken, um gegen Gegner zu kämpfen. Zum Beispiel so. So zum Beispiel. Jetzt gehen die nämlich voran und kämpfen gegen die Schweinebande. Ne, man kann hier den Wachturm zum Beispiel, die kann man jetzt hier, ne, diese Wachtürme, die dicken, die kann man jetzt nämlich zu so einem, wo 3 draufpassen, ausbauen lassen. Diesen Schrein habe ich gefunden. Der lässt sich mit 3x5 Münzen jedenfalls Uppsala aufwerten und ist dann halt einfach stark, wenn Monster kommen oder so. Ich glaube, die werden von dem irgendwie gekorst. Hier war auch so ein Schrein, da weiß ich nicht, wozu der gut ist. Den konnte ich einmal von so Bronzefarben auf Silbern erhöhen. Dann wurde hier allerdings ein Bauernhof nur noch angeboten. Was ist das denn? Ich habe Angst, was das ist da. Das kenne ich nämlich nicht. Was ist das? 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Was auch immer das ist. Und hier ist noch ein neuer Schrein. Zack. Was auch immer der macht. Boah, Alter. Wie viele... Kommt alle ins Dorf. Wie viele Menschen. Kommt alle. Ihr auch. Liebe Leute. Oh. Kommt alle. Das gibt's ja gar nicht. Ich brauche unbedingt Leute. Bitte beeilt euch. Oh, sie haben sie besiegt. Ein dicker Troll. Ich will ja nichts sagen, aber würdet ihr euch bitte beeilen? Ich will ja wirklich nichts sagen. Oh. Danke auch. Uff. Was ist das denn? Hab ich das gemacht? Oh, dann habe ich jetzt alle Münzen verloren, oder nicht? Alter! Das kannst du doch nicht machen mit mir. Danke fürs Aufheben. Dennoch, da kommen scheiß Viecher, scheiß Drecksbiester. Und jetzt bitte alle schnell rein. Ich habe gerade so viel Kohle dahin geschmissen für euch. Das mache ich auch gerne. Aber ich will euch dann ja auch nicht sterben sehen, beziehungsweise dann wieder alle verlieren sehen da. Was ist das denn hier? Oh nö, nicht die Blutnacht, oder? Ach so, die Ritter sind beide vernichtet worden. Oh. Und das auch noch in der Blutnacht. Wie sieht's aus? Wie sieht's da aus bei euch? Gut? Moment, ja, ne? Aber diese komischen Schatten da oben, die gehen mir schon ziemlich auf den Keks, weil die halt auch mal Leute klauen. Gut, das war gut.
Sehr schön. Das war ein guter Schuss. Oh wei. Ah, die schießen auch Kugeln zurück. Yeah, aber noch einer, was? Scheiße, hätte ich all die Krieger bekommen können, die da waren. Hätte ich all die Krieger bekommen können. Also die, hätte ich die alle zu Kriegern ausbilden können. Na, endlich tot. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Wir haben echt viel Geld eingesetzt hier draußen. Ich guck hier mal hin. Aber mein Sack ist noch recht voll. Alle verpest hier. Kommt alle bitte zurück. Ich muss gucken, wo die Leute sind. Ich muss sie jetzt alle herholen. Ich will. Na komm. Ich weiß nicht, was das da für ein rundes Ding ist. So, also gehen wir mal ganz beruhigt hier voran. Jetzt ist auch alles weg, ne? Ne, da hinten sind wieder welche. Sehr schön. Ihr lebt noch. Ich gehe Schritt für Schritt. Wow, da ist was. Ein Port. Nein, warte, gib. Da hinten ist das Portal. Oh, 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 oh. Bloß weg hier. Sehr schön. Potenziell jede Menge neuer, guter Leute hier. 4 Stück auf dem Weg. Was das hier macht, weiß ich halt nicht. Aber wir machen es mal voll. Weil ich glaube, es wehrt sich halt auch gegen Viecher. Das Ding kenne ich auch nicht. Aber es sieht jetzt erstmal nicht schlecht aus. Zumindest kommen keine Viecher raus. Das reicht mir schon. Auch wieder voll. Wie sieht es euch mit euch aus? Ich finde, wir sollten langsam. Also heute nichts mehr. Heute eh nichts mehr. Die Nacht ist schon durch. Also angebrochen. Und das beunruhigt mich eh schon wieder. War das eine schlechte Idee? Ich fürchte ja. Weil es ist halt schon Nacht und nachts baut man nicht mehr. Weil das Problem ist... Ah gut, jetzt kommen da erstmal die Baumeister. Ich gehe mal mit. Weil mein Problem ist dann, dass dann Viecher kommen können. Siehst du, die Bogenschützen hauen schon ab. Hier kommt einer voran. Sehr schön. Kommt bitte schneller, es ist Nacht und ihr geht einfach. Stinknormal tapsen die hier rum. Bau bitte schnell. Schnell bitte, bitte, bitte schnell. Kommt, wenigstens so ein Wall. Oh, 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 oh. Und an der linken Seite kümmere ich mich im Moment null drum. Das ist auch nicht gut. Aber an der rechten passiert halt leider gerade so viel. Sehr schön. Dann haben wir jetzt nicht gerade das Stabilste, was es gibt. Aber wir haben hier was. So, jetzt holt bitte das Katapult. Wobei, hier passiert wahrscheinlich gerade nichts, weil letzte Nacht schon Blutmond war. Das ist lieb. Und ich habe jetzt gerade 2 Ritter hier. Wenn da jetzt einzelne kleine Viecher kommen, dann ist das nicht schlimm. Aber dann seht ihr auch gleich mal, wie die Mauer aussah, bevor wir die große Mauer bekommen haben. Ach ja. Das Spiel weiß ich gar nicht, warum ich das so catchen kann. Oh Mensch. 35. Nacht überstanden. So, und jetzt hier. Dam, 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 dam. Jetzt kommt die fette Mauer. Was macht denn hier dieses komische Portal-Dingens? Ich will nichts beschwören dadurch. Aber es sieht halt genauso fies aus wie der andere Scheiß überall.
Was tut es? Oder gewährt es mir einfach Einsicht? Was? Es teleportiert mich. Wow, das wollte ich nicht. Das hätte ja fast nach hinten wäre ja fast nach hinten losgegangen. Alter Schwede. Leck mich doch fett. Gut, hierfür habe ich gerade kein Geld. Wir haben immerhin noch einen Typen gefunden. Ja, das brauche ich nun wirklich nicht. Das Gerät. Ich bräuchte viel eher einen Wachturm. Die schieben schon den Karren weiter. Ja, Wachturm habe ich hier. Wachtürme habe ich hier nicht. So. Dann flext mir das mal um. Ich muss jetzt mal an den Linken rangucken. Ich kann nicht immer nur hier sein. Die haben da jetzt wieder eine Befestigung. Vor allen Dingen endlich mal eine Befestigung, die weiter hinten ist. Im Gegensatz dazu, dass ich auf der anderen Seite nämlich schon so weit nach links bin. Aber das Königreich wird halt echt unübersichtlich groß. Warum glitzert das hier? Ich brauche mehr Leute. Wobei, ich habe ja jetzt mehr Leute. Ne, die sind doch angekommen. So, und ich brauche vor allem mehr wieder Geld. Ich habe zu viel ausgegeben. Zack. 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 Ich brauche einfach mehr Leute, die hier auch mal irgendwie was bemannen können. So wenig Leute, wie ich immer habe. Ja, aber ihr seht, hier ist schon einiges bemannt. Also die inneren Grenzen sind schon recht sicher, muss ich sagen. Darf ich sagen. So, wie sieht's hier aus? Danke. Steuer eintreiben hier. Auf den Feldern. So. Hast du was gejagt? Nee, du bist da oben immer, ne? Du gehst nicht runter. Hier sind ja nur 100 Millionen Kaninchen. Könntest ja eine Kohle machen ohne Ende. Ihr habt nichts? Das wundert mich aber. Oder habt das den Rittern gegeben? Von mir aus dann. Da kommen sie schon, die fiesen Viecher. Also diese Katapulte sind echt unerlässlich. Gerade weil du halt bei so vielen Zielen sonst überhaupt nicht vorankämst. Nein. Hat er den da einfach weggesnackt da oben? Deswegen sage ich ja, man hat einfach Verschleiß. Man braucht Leute. Immer. Dauernd, überall. So, ich hoffe dann mal, es ist alles gut. Soweit. Ah. Okay. Wo kommt ihr denn jetzt her? Haben wir's? Weil dann gucke ich jetzt noch mal ein bisschen nach links, was da so abgeht. Day XXX5 überlebt. So, hier habe ich auch schon einen Turm gebaut. Oh, schön. Hier ist ein Lager. Direkt. Zwei neue Leute. Was der Karawanentreiber genau macht hier, der Händler, weiß ich immer noch nicht. So, hier ist ein böses Portal direkt. Deswegen habe ich hier auch noch nicht weiter gebaut, damit ich hier immer weiter das Leute-Lager habe. Weil ansonsten werden die Lager ja auch weggekillt. So, und im Moment, was macht ihr denn hier für Wanderungen? Ist es mir wichtiger, hier vernünftig Infrastruktur zu schaffen? Und das läuft ja auch alles. Es prosperiert quasi. Menschenskinders. Warum glitzern denn die Mauern so? Das weiß ich tatsächlich nicht. Kann ich denn auch langsam wieder was weiterentwickeln hier? Irgendwie nicht, ne? Ich brauche auch weiterhin viele Leute, ne, die für mich hier kämpfen. Ist einfach so. Und ja, wir können jetzt auch mal wieder Geld ausgeben für so einen hier. Machst du eigentlich? Achso, ja, der rennt jetzt, weil er jetzt Farmer werden kann. Ja, kann ja nicht schaden, jetzt noch einen weiteren Farmer zu haben. Hier liegen auch noch Gesteinsbrocken rum.
die Gegner dann zurückwerfen dürfen. Nee, aber hier in diesem Lauf bin ich echt gut, oder nicht? Also ich habe hier, muss ich halt einfach sagen, ich weiß zwar nicht, was das hier macht, diese Schreien, aber sie werden schon irgendwas bringen. Wie sieht's bei euch hier aus? Alles gut? Haut mir den mal um. Mal eben. Weil wenn wir jetzt gerade eh nichts großartig hier machen können oder so, dann möchte ich aber zumindest hier bald einen weiteren Außenposten errichten. So, und jetzt bitte den. Den bitte, bitte schnell. Und so. Fies finde ich ja, dass Gegner müssen einen ja echt nur ankratzen, ne? So, jetzt können wir hier Milch bauen. Weiß ich nicht, so ein Ding fände ich jetzt zu schwach. Ich kann mir gerade nur einen leisten, deswegen lasse ich das lieber. Ansonsten würde ich den gerne nochmal einen vorsetzen. Aber das wäre dann halt was für die nächste Nacht, nicht für jetzt. Und für einen... gerne hierher seppen. Da muss ich das nämlich nicht alles laufen. Gucke ich mich ein bisschen hier um. Nee, ich frage mich, ob es noch weiter geht, als jetzt diese Burg hier anstatt dieser großen Methalle. Ich weiß es nicht. Ich habe das ja auch mal bei Gronkh gesehen, aber soweit wie ich hier jetzt gerade bin, war der damals nie. Ohne, dass ich jetzt sagen möchte, oh, bin ich geil. Oh, danke. Es ist halt vielmehr so, dass ich halt einfach nur festgestellt habe, dass er das nicht so exerziert hat wie ich. Hier. Zumindest nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Kann mir auch entgangen sein. Aber als ich mal bei ihm reingeschaut habe in das Spiel, da habe ich eher so gedacht, oh, wie langweilig, spiel mal was anderes. Aber es selber zu spielen, macht tatsächlich echt Bock. Guck doch mal, was hier alles rumhoppelt. Unglaublich. Na, ihr? Ja, Ritter fressen irgendwie auch Münzen, stelle ich fest. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, aber Ritter verbrauchen Münzen. Okay, hier an der Front wurde die Nacht ein bisschen gekämpft. Ja, morgens ist hier immer meistens ein Penner und ein zweiter Penner kommt an so einem Lager irgendwie über den Tag dazu. Da kann ich jetzt aber gerade keine Rücksicht drauf nehmen. Den schnappe ich mir. Ich gucke nochmal hin. Ah, jetzt ist er auch draußen. Sehr gut. Weil sonst möchte ich nämlich weitergehen. Aber ich nehme mir natürlich auch immer an Leuten mit, was ich nur kriegen kann. Na ihr? Warum seid ihr eigentlich alle grün? Oh, wow, 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 wow. Ich frage mich manchmal, wo die das Geld hernehmen. Wenn ich hier so vorbeigehe und die halt manchmal so ihre Kohle runterschmeiße, frage ich mich immer, sag mal, woher habt ihr das? Ne? Nun gut. Das ist aber auch eine schöne Aufgabe, oder? Den ganzen Tag durch sein Reich zu reiten, Kohle einzunehmen und zu entscheiden, wo man wieder neu investiert. Das ist schon schön. So, hier sind im Moment keine Arbeitslosen. Wie mache ich das nur? Die Bundesregierung schafft das nicht. Aber es ist ja auch ein bisschen merkwürdig, wie hier Geld generiert wird. Oh, 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 bin schon wieder zu reich quasi. Was ich denn schon mal machen könnte? Im Moment, ich brauche einfach Bogenschützen, Bogenschützen, Bogenschützen. Deswegen baue ich hier schon mal Bögen. Weil nämlich, wenn hier Bögen sind, dann rennen die Leute auch schon mal. Wenn die sehen, wenn die sehen, dass es Arbeit gibt. Dann laufen die statt nur zu gehen. Und vor allem, wie gesagt, da die Wachtürme immer noch lange nicht alle besetzt sind. Hier ist mal einer voll besetzt. Kann ich das nur... Dim, 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 dim. Nee, und irgendwann kann man wohl diese Portale auch zerschlagen. Na ihr? Bin wieder ein bisschen spät, ne? Bin wieder ein bisschen spät hier heute. Aber komm, am nächsten Tag muggel ich hier ein bisschen weiter, dass ich hier ein bisschen weiter ausdehne. Wie gesagt, an der anderen Seite gefällt mir das Flüchtlingslager.
dass ich da immer wieder Leute abgreifen kann. Aber an dieser Seite ist nichts, was mich hält. Da kann ich expandieren. Genau, kommt mal schön rein. Und dann lasst uns mal warten, der Dinge, die die Nacht bringt. Danke für den Hasen, den du da gejagt hast. Warte doch, bis die weiter vorne sind. Schmeiß doch nicht den Gegnern schon wieder Steine hin, die dann hier werfen können. Ach ja. Ja, die Mauern sind natürlich schon echt mächtig mittlerweile. Natürlich nicht unbezwingbar, aber... wieder so ein komisches Gruselvieh von oben. So, nix da. Ich habe noch nie irgendwie einen großen Kratzer irgendwie gesehen. An diesen Mauern. Ist er jetzt denn hier aufgefressen worden eben oder nicht? Weiß es gar nicht. La la la. Na komm schon, werd wieder Tag. Mach deine, genau. Mach die schöne Musik hier, das Gedöngel, das macht mir jedes Mal gute Laune. So, dann baut hier mal was rauf. Und hier, das war wieder ein bisschen erweitern, weil hier auch ein Wachturm hin kann. Das beruhigt mich dann nämlich schon mal arg. Was macht denn das? Was machen, also irgendwas müssen diese Schreine hier dauernd bewirken. So, was haben wir hier noch? Außer Befestigung über Befestigung über Befestigung. Ein Flüchtlingslager. Ja, du sollst das hier auch dem anderen lassen. Ist da noch die Truhe? Nee, ne? Nee, da fängt es schon an zu leuchten. Da hab ich schon wieder Angst. Da möchte ich nun schon wieder weg. So, die rennen schon. Wahrscheinlich, weil sie die Aufgaben schon irgendwie sehen. Na? Ich will mein Reich auch irgendwie nicht zu sehr erweitern, weil sonst komme ich ja irgendwann überhaupt nicht mehr voran. Weil ich sehe jetzt einfach schon, wie hier wieder ein Schrein ist, den ich einnehmen kann für mich. Technisch gesehen könnte ich hier aber auch schon bauen. Also wenn ich den Wald hier ein bisschen fälle. Ne, wenn ich jetzt hier die hier kille. Weil technisch gesehen, warum nicht so weit nach vorne wie geht? Naja, das einzige Argument dagegen. So, und vor allem hier ist er noch weit genug weg, das Lager. Aber hier habe ich halt schon wieder keine Möglichkeit, vernünftig zu befestigen. Oh, Menno. Also hier auf jeden Fall erhöhen. Hier auch überhaupt erstmal einen vernünftigen Turm draus machen. Und damit holt mir jetzt auch bitte dann das Katapult her. Die Nacht ist fast angebrochen. So. Dum, 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 dum. Bam. Also es kostet natürlich Geld, das so ausbreiten, aber man kann durchaus jede Nacht expandieren irgendwie, gefühlt. Grad so. Na du? Wollte gerade sagen, kehr mal lieber wieder um. Die bauen brav. Baut schneller. Scheiße. Das ist großer Kack. Die Lahmschweine. Ja, das war's. Weil sie zu langsam sind, die Schweine. Nee, war's nicht. Gut, dann sind's gute langsame Schweine. Trotzdem noch langsame Schweine. Wir hätten hier Verluste sparen können. Wenn ihr da mal eben die zweite Planke da oben... Lahmärsche, Alter. Lahmärsche. Immerhin sind sie klug genug, umzukehren, wenn Gegner kommen. Wenigstens das.
Schweinebande. War das jetzt so schwer? Naja, haut mir mal schön das Ding wieder fest. Dovis. Jetzt habe ich aber auch überhaupt keine Münze mehr. Hast du irgendwie eine Münze? Oh, danke, danke, danke. Aber jetzt kann ich auch vernünftig... Ne? So. An die Westfront. Mein Gott. Selbst Fliegen dauert ewig. Hier wollte ich hin. Was zuckt denn hier? Habt ihr noch Kohle? Wirklich nur Kleinigkeiten oder so? Weil ich würde es gerne zum Pennerlager. Hier sind Hasen und schießt doch welche. Soll ich mit leeren Händen zum Pennerlager? Also einen kann ich schon mal retten. Aber... Können wir noch nicht erzählen. Hier alle voller Kaninchen und die wollen mir erzählen, die machen hier nichts. Hm. Seufz. Aber ich kann halt ohne Geld nichts regeln. Und ich habe da hinten halt expandiert. Ich habe expandiert vor allem. Ja. Danke. Das soll mir reichen. Ich will wirklich nur... Und ich habe langsam auch, denke ich mal, genug Kraft und Kräfte versammelt, um demnächst jetzt auch mal wieder hier größer voranzukommen. Wo ist denn der Typ? Wo ist denn der Merchant? Er ist einfach verduftet. Verrückt. La 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 la. Sehr schön, der ist jetzt immerhin schon mal in meinem Reich. Also langsam wird das halt anstrengend, weil das Reich halt so groß wird, dass ich hier kaum noch vernünftig von A nach B komme an einem Tag. Ich habe bald das Reich, das berühmte Reich, das kein Sonnenuntergang kennt. Ne? In dem die Sonne nie untergeht und so. War das nicht im Imperium Romanum? Wurde das da nicht so propagiert? Solange wie immer noch nicht schon wieder eine Blutnacht. Weil das Geräusch ist doch Blutnachtgeräusch. Werden die immer öfter oder wie sehe ich das hier? War sehr gut. Jetzt habe ich auch wieder Kohle voll. Einmal durchs Reich und Kohle ist wieder da. Hier sitzt eine volle Besatzung. Dum 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 dum. So. Wie sieht's bei euch aus? Alles gut? Naja, ein paar kleine Viecher. Oh, da ist ein Stein rausgebröckelt. Tatsächlich mal. Passt auf die scheiß Viecher da oben auf. Bitte. Haut so runter. Es ist einer der Ritter umgehauen worden, tatsächlich. Ob diese Blutnacht mich killt, das sehen wir morgen. Ich habe viel zu lange aufgenommen. Und ich hätte euch dann ja ewig lange Folgen reingedrückt oder eben wieder tagelang dann ausfallen lassen müssen. Und so habe ich mich entschieden, ich schneide das jetzt einfach hier an der Stelle schon. Ich mache aus einer großen Folge 4 normale Folgen. Und ganz ehrlich, das ist doch der Grund, warum Mini-Let's Play endet und warum Spieleabende anfangen, damit wir Zeit haben. Und ja, das ist der Grund. Also, gern bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Tödelö.